für euch selber, wo sagen könnt, boah, ich möchte mal lernen und haben, jetzt plane ich mal den 6-Seiten-Katalog durch, was ist für mich die beste Organisation, wo ich dabei sein kann. Und wegen so ein Lebensmotto, ein tägliches Hobby, zusammen finden, zusammen wachsen, das kann man natürlich nicht miteinander, ja. Alleine zusammenfinden ist schwierig, ja. Und zusammenwachsen geht auch nicht allein. Also man braucht da immer mindestens einen zweiten. Und das stärkt natürlich das tägliche Vertrauen untereinander. Wir haben einen Film gefunden, der genau das beschreibt, was wir sind und was ihr euch einfach mitgehen wird. Das wird 4 Minuten dauern und ich hoffe, das kommt da so gut um, wie wir das zwar auch dementsprechend erleben. Das war ein sehr straffes System, das war früher so. Und jetzt haben wir natürlich ganz anders. Das haben wir damals entscheiden müssen und das ist auch ganz wichtig. Man entscheidet für die Zukunft und natürlich feuerwehrmäßig und Absolventenverbandsmäßig, habe ich schon genug gesagt. Welche Chancen und Möglichkeiten siehst du im Ehrenamt und welches Ehrenamt begleitest du selber und persönlich und was macht dir dabei so viel Spaß? Also ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin und mir macht es einfach Spaß, weil man Menschen helfen kann und einfach Gemeinschaft und man hat immer Spaß dabei bei den Bewerben und das ist einfach das, was man taugt. Wie siehst du die Zukunft des Ehrenamts? Wirst du dabei bleiben oder wirst du noch mehr machen? Ich glaube, dass ich immer bei der Feuerwehr bleiben werde, vielleicht auch zum Roten Kreuz gehe. Und ja. Ja, danke schön. Ein hochmotivierter Junge aus St. Martin. Wir werden jetzt wechseln zu der Schülerin aus Bad Zell. Eine junge, aktive Schülerin. Welche Chancen siehst du für dich persönlich im Sinne des Ehrenamts bzw. in der freiwilligen Arbeit tätig zu werden? Ich glaube, dass man viel lernen kann. Es fördert die Gemeinschaft und ich finde, dass das einfach eine gute Möglichkeit ist, auch was für andere Leute zu tun. Und ja, ich bin bei der Jungschau und darum finde ich das viel gut, dass ich mit den kleinen Kindern was tun kann. Ich kann ihnen auch helfen, wenn sie sich noch nicht ganz so auskennen. Aber ja. Welche Ehrenämter wirst du in Zukunft noch begleiten oder du wirst ja schon eine gewisse Zukunftsplanung gestaltet haben? Welche Ehrenämter oder freiwilligen Organisationen wirst du in Zukunft beitreten? Ich weiß es noch nicht genau, eher vielleicht Rotes Kreuz in die Richtung. Ja, dann danke schön für das Interview, alles Gute für die Zukunft und viel Spaß bei der Ehrenamtlichkeit. Danke. Welche Stellungnahme kannst du zum Thema Ehrenamt bzw. Freiwilligenarbeit abgeben bzw. welche Ämter hast du selber inne? Naja, die Ehrenamtlichkeit ist eine wesentliche Stütze unserer Gesellschaft. Wir als höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schule möchten das auch den Schülern bewusst machen, möchten im Jahr der Ehrenamtlichkeit sie dazu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil sie dabei über das Schulische hinaus sehr, sehr viel lernen, erfahren können und für ihre Zukunft profitieren. Selbst bin ich natürlich auch ehrenamtlich tätig. Ich bin in verschiedensten Organisationen, zum Beispiel BUKO Absolventenverband als Landessprecher für Oberösterreich tätig, engagiere mich kirchlich stark in der Lehrungsorganisation. Also ich fülle meine Freizeit sehr, sehr stark auch durch Ehrenamt aus. Und das macht viel Spaß, das Ehrenamt, oder eher viel Arbeit? Nein, es macht in erster Linie Spaß, sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen, genauso wie die Arbeit selbst auch. Was hat euch beide dazu motiviert, die Schüler heute mit diesem Thema zu beschäftigen und warum ist man genau auf dieses Thema gekommen? Ja, mich hat motiviert, dass unsere Schülerinnen und Schüler, also für uns bekannt ist, dass die Schülerinnen und Schüler oder viele davon sich freiwillig engagieren. Und einerseits ist es uns einmal darum gegangen zu erfassen, wer sich schon engagiert und in welcher Form und die anderen sozusagen zu motivieren, sich einmal überhaupt schlau zu machen, welche Möglichkeiten gibt es, sich freiwillig zu engagieren und wo finde ich Kontakte und sich über diese Organisationen einmal genauer zu informieren. Ja, danke schön. Weitere Frage, wird man dieses Projekt nur als Startprojekt sehen oder wird man das während des ganzen Schuljahres hinweg begleiten, diese Sache zum Thema Ehrenamt? Es geht uns jetzt einmal zunächst darum, die Schülerinnen
zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, ein Ehrenamt inne zu haben und eben auch zu erkennen, was man nicht alles dabei lernen kann. Dass es nicht nur heißt, also seine Zeit herzuschenken, sondern eben auch selbst sehr viel zurückzubekommen. Und wir werden sicherlich also in der Zukunft wieder erheben, ob sich da Veränderungen ergeben haben. Grundstein ist am Apparat. Hallo. Grüß Gott, Hildberger Julius spricht von der Halle Fessheim-Zwerger. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen zu unserem Schulstadt-Workshop über Ehrenamtlichkeit fragen. Ja, gerne. Wann ich es beantworten kann? Vorher möchte ich mich auch noch sehr herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, gerne. Komme ich gleich zur ersten Frage. Wo liegt denn Ihr Aufgabenbereich in der Feuerwehr? Ja, der ist sehr breit gefächert mittlerweile. Als Landesfeuerwehrkommandant hat man auf der einen Seite sozusagen die schönen Repräsentationsaufgaben. Also man vertritt den Landesfeuerwehrverband und damit alle Feuerwehren Oberösterreichs ein Stück nach außen. Und im Innenverhältnis ist ein Betrieb zu führen mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sind beschäftigt in der Landesfeuerwehrschule, im Landeskatastrophenschutz, in der Verwaltung, im Atemschutzbereich und so weiter und letztendlich natürlich auch sozusagen die feuerwehrpolitische Führung, wenn es darum geht, sozusagen die Strategie der Feuerwehren für die Zukunft zu entwickeln, wenn es darum geht, Dienstanweisungen zu entwickeln und so weiter. Also sehr breit gefächert. Dann komme ich zur zweiten Frage. Was hat Sie denn dazu bewegt, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten? Ja, da gibt es wieder viele Gründe. Der Hauptgrund ist natürlich der, dass sozusagen bei mir die ganze Familie bei der Feuerwehr ist. Mein Vater, meine Onkel und wie ich dazugegangen bin, waren wir in einer Wettbewerbsgruppe, da hat es 5 Grundsteiner da drinnen gegeben und da bringt man natürlich schon sowas mit wie Feuerwehr mit der Muttermilch. Ja, das kriegt man schon so ein Stückchen mit und das hat mich natürlich immer irgendwie begeistert. Ich bin in der Nähe vom Feuerwehrhaus aufgewachsen und habe dann daher als junger Bub immer zugeschaut und das hat auch schon sozusagen diese Begeisterung geweckt und wie gesagt, nachdem daheim immer davon erzählt worden ist, dann habe ich das probiert, bin auf den Geschmack gekommen und sozusagen dabei hängen geblieben. Ja, und dann komme ich gleich zur dritten Frage. Wie haben Sie Ihre Erfahrungen geholt und was geben Sie weiter? Ja, das ist aber jetzt eine ganz schwierige Frage. Also da habt ihr eine ganz schwierige gesagt. Also auch da wieder, ich glaube, die Erfahrung sammelt man durchs Leben. Ja. Erfahrung sammelt man durchs Dabeisein, sich immer wieder bemühen, bei Gelegenheit, alle Gelegenheiten zu nutzen, was zu probieren. Natürlich durchs Lernen. Ich habe natürlich eine Vielzahl von Kursen besucht, aber auch immer versucht, sozusagen den Erfahrungsaustausch unter uns zu forcieren, also zwischen alt und jung und der Gleichaltrigen sich gegenseitig sozusagen Erfahrungen austauschen. Und natürlich war ich auch in der glücklichen, für manche andere unglücklichen Lage, bei vielen Einsätzen dabei gewesen zu sein. Und aus dem heraus gewinnt man natürlich unendlich Erfahrung. Ihr schönstes Erlebnis bei der Feuerwehr? Naja, es ist ein ganz einfaches eigentlich, weil es wirklich so überwältigend war, dass ich zum Landesfeuerwehrkommandanten gewählt wurde. Das war genau, es waren sozusagen diese Sekunden, ja, zwischen der Bekanntgabe des Ergebnisses und dem Zeitpunkt, wo ich dem Nächsten neben mir um den Hals gefallen bin, weil ich mich einfach so riesig gefreut habe und weil es so besonders war, weil alle, die mich zu wählen hatten, sozusagen für mich gestimmt haben, also 100%. Und das war irgendwie riesig. Plötzlich sozusagen der Erste vor 92.000 zu sein, das ist schon ganz was Besonderes. Ja. Welche Zukunftsziele haben Sie denn für die Freiwillige Feuerwehr in Oberösterreich? So, jetzt wird es überhaupt spannend. Es sind vielerlei.
Sie konzentrieren sich aber im Wesentlichen auf die handelnden Personen, weil ich der festen Überzeugung bin, Geräte, Fahrzeuge, das werden wir uns immer irgendwie kaufen können. Was wir uns aber nicht kaufen können, das ist der Geist, das ist die Begeisterung der Leute, das ist, dass sie es attraktiv finden, bei der Feuerwehr zu sein, dass wir junge Menschen gewinnen können, die auch bei uns bleiben bei der Feuerwehr, die bereit sind, sozusagen eine Menge von Ausbildung über sich ergehen zu lassen, jederzeit letztendlich bereit zu sein, zu unterstützen und das auch für viele, viele Jahre bis hinein sozusagen ins Alter zu tun. Das ist die große Herausforderung und das ist auch meine größte Zielsetzung, all das zu unterstützen. Dass sie das Geschäft, also sagen wir so, dass sie weiterhin einen Riesenspaß auch dabei haben, bei aller Ernsthaftigkeit und bei allen Notwendigkeiten, bei aller Mühe, die damit verbunden ist, dass sie immer einen Spaß haben und dass diese Balance immer stimmt zwischen dem, was man gibt und dem, was man an Anerkennung wieder und Freude und Spaß wieder zurückbekommt. Ja, dann sind wir schon ans Ende gelangt. Ihr habt aber schwierige Fragen. Ja. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute in Ihrer weiteren Laufbahn als Landesfeuerwehrkommandant. Danke, danke vielmals, Gratulation, großartige Leistung als Interviewer. Ja, und ich habe euch ganz besonders schwierige Fragen, die einen sehr fordern, ausgedacht. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg bei eurem Projekt. Danke. Alles Gute. Ciao. Servus. Ja, danke.